Willkommen zurück zu Odins 4. Ja Leute, wir kämpfen uns hier immer noch durch das Königreich von Volcanon. Denn ja, es gilt immer noch Schlimmes zu verhindern. Die Münzen, die im Königreich, die im ehemaligen Königreich Valentin geprägt wurden, sollen eingeschmolzen werden vom zombifizierten Ex-König, der dann Cornelius aus der Unterwelt entkommen konnte. Ja, sollte ihm das gelingen, wird der Fluch, der auf Cornelius und auch allen anderen Puka lastet, niemals gebrochen werden können. So. Das heißt, wir dürfen hier nicht verlieren. Gut, und ich hoffe, ich stelle mich jetzt bisschen besser an als beim letzten Mal, aber wenn ich das hier schon sehe, glaube ich nicht so recht dran. Ja, Volcanon ist schon ein hartes Pflaster. Hier hat man ständig Brandschaden und die Gegner können meist noch irgendwelche Spezialfähigkeiten. Ja, nochmal zusammenzufassen, diese Reptilien da gerade können Distanzangriffe, die können Schüsse aus ihrem Schwanz abfeuern. Diese hüpfenden, lustigen Feuerkugeln jagen sich selbst in die Luft, wenn sie sterben. Upp, weg hier. Ja, dann sind da noch die Trolle, die mit vergifteten Dolchen angreifen. Ja. Das Gebiet hier ist wirklich sehr, lästig, was Statusveränderungen angeht. Aber dafür ist die Kulisse einfach geil. Guckt euch das mal an. Auch wenn ich selbst niemals in einen Vulkan gehen würde, geschweige denn in die Nähe von so einem Feuerberg. Hallo, wo sind hier noch Gegner? Hier die Stimmung einfach nur geil. Da ist noch ein Bomber, nenne ich mal. Bäm. Und da kommt die nächste Welle. Das schreit nach einem Zyklon. So, und jetzt will ich mal was machen. Ich möchte mir keinen Kryotank, sondern da haben wir. Ja, ich habe ein bisschen die Taschen aufgeräumt, deswegen finde ich das Zeug vielleicht mal ein bisschen schneller. Ich pfeife mir eine Yggdrasil-Essenz rein und ja. Dann wird es Zeit für einen Snack. Ei auf Toast. Gibt wieder doppelte Erfahrung. Und einmal Vollheilung. Sehr schön. So. Genau. Immer schön abwarten, bis die sich in die Luft jagen. Und dann... Wow. Aha. Da tanzt der auf dem Kopf rum. Das war's. An sich ein schlechtes Ergebnis. Aber nun ja, was soll man machen? Dafür gibt es immerhin Geld und eine Zehnermaterie. Sehr schön. Die Zehnermaterie. Ja, die setze ich mal. Dahin. Apropos, da fällt mir gerade was ein. Ich glaube, ich habe einmal im Spiel wirklich selten gemacht. Und zwar habe ich wirklich selten einen Knüterichsamen zum Blühen gebracht. Und das möchte ich jetzt mal schnell probieren. Ist mir gerade so spontan eingefallen. Was kommt eigentlich dabei raus? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Weil ich es eben so gut wie nie gemacht habe. Der braucht noch mehr. Ah ja, kleiner Kirschlund, dieser Samen. Hallo? Komm, jetzt aber. Nein, das war zu viel. Und dafür gibt es ein Knöterich. Ja,
Seltenes Kraut für Gummirezepte. Okay. Ja, da sieht man es mal. Ich habe Knöterich echt selten verwendet. Einfach weil Eier und Maulbeersamen und dergleichen viel leichter zu beschaffen sind. Die, wo das Spiel kennt, können mir gerne mal ihre Meinung sagen. Was haltet ihr von dem Knöterich? Ja, ich persönlich, ich ignoriere ihn gerne. Und werde es auch weiterhin so handhaben. Kommst du mal her? Kommst du mal her? Boah, der... Nur in ihre Nähe zu kommen, bringt einen Brandschaden. Das ist schon wirklich übel. Muss man schon auf seine... Reichweite achten. Ey, komm! Darf ich mal eine Sekunde hier nicht brennen? Sie verfolgt eine ganz andere Strategie. Wenn die letzte mit, genau, solchen Angriffen hantiert hat, werkelt die hier mehr mit Brandschaden. Ja, du musst mir gar nicht zeigen, dass du es auch drauf hast. Oh Gott, jetzt habe ich gar nicht auf die Ausdauer geschaut. Aber ich will dir zeigen, ich kann es auch. Haha. So, soll ich mich mal heilen, oder? Ja, komm. Komm her! Die schaffe ich auch so noch. Daneben! Muss schon gucken, wo du die Erde explodieren lässt. Aua. Gut, das war's. Mit 9 HP stehe ich noch da, also mit 9 Lebenspunkten. Hey, und noch ein Knöterich-Samen. Surprise. Heiß begehrt. Zutaten: Milch. Kostet eine antike Münze. Ein sehr einfaches Rezept. Man braucht nur eine Zutat. Ja, wird wohl dementsprechend auch nur wenig Erfahrungspunkte einbringen. Gut, dann haben wir jetzt hier unten noch 2 Räume. Oh Gott, hier noch eins mit vollen Sternen. Oh. Ja. Gut, 2 Räume. Das war's dann schon. Und ja, ich weiß, ich habe mich gerade nicht geheilt. Ich gehe das Risiko kurz ein. Denn ja... Seht mal, hat man zu wenig Energie und wechselt den Bereich, wird man automatisch auf einen gewissen Betrag hochgestuft. Fragt mich nicht, wie viele Prozent jeweils man wieder bekommt. Aber dadurch, ja, hat man es doch ein bisschen leichter. Und damit... Nee, damit traue ich mir das nächste Gebiet nicht zu. Komm, wisst ihr was? Ich schlürfe einen Heiltrank. So. Ja, die ganzen Heiltränke wollte ich mal eigentlich für mein Hass-Level aufheben. Aber nun gut. Üpp, was sein muss, muss gerade sein. Ich will nicht schon wieder irgendwelches Zeug mischen müssen. So. Die Richtung. Ah, hör auf. Kurz erholen. Und weiter geht's. Ja, die erste Welle ist noch recht enttäuschend, würde ich mal sagen. Ja. Kaum sage ich das, kriege ich eine rein. War klar. So, zweite Welle. Jede Menge Bombenviecher. Soll ich mal einen Zyklon verschwenden? Nee, komm. Ja, ich hätte es tun sollen. Gut, aber alle
Wer ist jetzt alle guten Dinge, sind drei, aber ich will es, wenn es geht, beim zweiten Versuch schaffen. Kryotrank genommen und los geht's. So, immer schön alles weghauen, diese... Oh, das verdammten Bombenviecher. Wohl einer der schlimmsten Gegnertypen in dem Spiel. Ich verausgab mich hier schon wieder. Ich sollte lieber ein bisschen Phosphon tanken. Yep, das erhöht die Ausdauer nämlich wieder schneller. Ist aber lieb, dass ihr so auf eine Fläche kommt. Kann ich euch beide nebeneinander wegnatzen. So, ihr lieben Feuerteufel. Spielt damit. Ach, mehr Lichter. Oder was ist das denn? Gesagt, spielt damit. Oh Gott. Ja. Zauber zieht nicht. Heiltrank oder... Ich will nicht schon wieder... Na komm. Kaust du lang den Toast. Das war jetzt ein bisschen... Gott. Komm, den Rest schaffe ich so. Das war gut, aber noch nicht alle weg. Nimm das! Sehr schön. Noch eine Welle? Ja, klar doch. Erst mal euch. Die Bomber müssen zuerst dran glauben. Keine Chance für Bomberman hier. Oh, oh, oh. Und Zyklon-Power! Ja, passt schon. Ja, da leben aber immer noch welche. Heilen, nicht heilen. Ich sollte mich heilen, bevor hier wieder was schief geht. Und diesmal sollte eigentlich ein Heiltrank reichen. Zumindest für dieses Gebiet hier. Ja. Du, her! Mein Freund darf auch gerne abtreten. Sehr schön. Puh. Gibt eine Materie 10 und Strudel. Strudel, gerolltes Gebäck, typisch deutsch, bayerisch, wie auch immer. Zutaten, Knütterichsamen, Napfel, und vertrockneter Napfel und ein Ei. Kostet eine Valentinmünze. Schön, schön. Ein wieder recht aufwendiges Rezept. Ja gut, das ist aufwendig. Solange nur der Knütterichsamen vonnöten ist. Der ganze Knöderich. Ja gut, was heißt... Auch der Samen ist gar nicht so leicht zu bekommen, deswegen... Ja, ist schon recht aufwendig. Ich setze das einfach mal in die Mittelklasse. Da ist der Trank, den ich will. Tschüss! Und tschüss! Ich hab gesagt tschüss! War nicht für Ausgaben. Und weiter geht's. Ah, sehr schön. Rang S. Und guck mal auf unseren Status. In beiden Bereichen bald wieder ein Level up. Ah, hier kann man doch einiges einsacken. Materie habe ich erstmal genug. Ich nehme lieber noch das Ei und den Napfel mit. Den Napfelkern. War ich noch gerade? Ja, da war eine Pepperoni. Dich nehme ich noch. Dich nehme ich noch mit, habe ich gesagt. Hallo? Ja. Gut, Leute. Damit wären wir... Ja, damit wären wir durch. Alle Bereiche geklärt.
Bis auf den da oben mal wieder. Gut. Zeit für den Showdown. Stellen wir uns dem verdammten König Valentin. Ich hoffe mal, wir kommen noch rechtzeitig. Wenn er es geschafft hat, die Münzen schon zu vernichten, dann haben wir ein echtes Problem. So. Wow. Schau ich auf die Karte und da. Okay, dieser kleine Feuerball hat mich jetzt doch ein bisschen erschreckt. Gut, gleich sind wir da. Ja, Zeit für das Finale von Kapitel 6. Heiligtum der Feuerquelle. Mata omaeka.世の邪魔ばかりする。ゴブリンどもめ、大口を叩いてしくじりおったな。お前は王なんだろう。どうして国民を苦しめるまでばかりするのだ。世の恋をどうしようと世の自由だろうね。よかろう。昔話を教えてやる。その昔、 強大な力を持つ心優しい王がいた。民の幸せのために持てる力を皆の手にする婚姻へと託した。だがその結果はどうだ。栄える所か裏切り者の手によって国は滅んでしまったわ。世は自分の王を食べる蛇のように国を呪った強王と言われておる。 お前が決勝炉を操り、国を滅ぼしたのではないのか。今となっては、どうでもよい。王の良き心は魔力とともに金貨に溶け去ったのよ。このコインを溶岩に溶かせば、世の魔力が元に戻るはずであったのに。ゴブリンどもめ、いや、それは大目に見よう。世は寛大だ。 まだこの手には希望がある。たったの卵一つ。だが侮るな。大陸の古い予言にもあろう。これが全てを喰らうという蛇の卵。我が国の予言ではその蛇、いや竜の名をレバンタンという。竜の卵？ワグナが言っていた 卵を盗んだというのは何なのか。世界を滅ぼす世の憤怒、世の頂上なる力の残りを譲り渡そう。全てをお前の凶悪な未来に託すぞ。生まれるのだレバンタン、お前の力を見せてみろ。 Oh Gott, Leviathan, der letzte Drache. Das ist der Drache, den wir auch schon mal mit Gwendolyn bekämpft haben. Der legendäre Drache, wow, der den Untergang laut Legende bringen soll. Nun wissen wir, wo er eigentlich herkam. Ja, und was die Krone auf seinem dreudigen Schädel zu bedeuten hat. Es ist die Krone König Valentins. Ja, oh Gott. Der verdammte König hat dieses Unheil erst heraufbeschworen. Gut. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich muss aufpassen, wie er speit. Und dann renne ich genau rein. Hm? So sollte man es nicht machen. Leviathan, der letzte Drache. Let's fight! Und ich sollte vielleicht noch einen, Kryotank schlürfen. Brand! Schaden und so. Oh. Ich will mich immer hinter dem Vieh halten, weil... Oh, verdammt.
Du lässt mich mal kurz in Ruhe, ja? Ja, wenn das Vieh Feuer speit, macht echt enorm Schaden. So, jetzt lass mich mal kurz gucken, wo habe ich denn Yggdrasil-Essenz? Ja, der Kampf wird bestimmt einiges an Toast verbrauchen. Gut. Level up! Gut, Kleiner, jetzt kannst du mal schön kassieren hier. Aber habt ihr das gehört, was der König gesagt hat? Er sprach davon, er wurde hintergangen. Also ist der Fluch der... Oh, Deckung! Oh, Final Flare! Ja, ist der Fluch, der auf dem Tuka liegt, gar nicht seine Schuld? Oder wie ist das zu verstehen? Gut, weg, 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 weg. Immer schön in den Rücken. Die kleine Flamme kannst du gerne machen. Oh Gott, ich darf schon wieder was füttern. Gut, jetzt mal gucken. Gut, er macht eine Rammattacke. Das heißt, ich kann ihn niederbolzen, genau wie seine Verstärkung. Sehr schön. Ja, kurz Ausdauer erholen und. Ja. Komm schon. Wow! Chaosfeuerball! Naja, ich schaue zu viel Animes irgendwie. Da habe ich die ganzen. Oh, Schmetterling. Die ganzen Namen für diese Attacken. Keine Zeit für dich, Schmetterling. Ich muss mich dringend heilen. Ja, klar. Gut, gleich noch ein Snack. Wow, wow, wow. Entdeckung. Gut. So, Kleiner, wo bist du? Da bist du. Und? Genau, mach dein Superfeuer in die andere Richtung. Los, brav. Komm schon. Und geht drauf. Ich möchte mal wieder vom Himmel holen. Oh! Das war mies. Der eine kommt von unten, der andere spalt oben. Ja, das war gut, das war gut. Nee, komm. Den Rest machen wir jetzt so noch. Sofern ich jetzt nicht ganz doof in einen Superangriff von ihm lauf, ist alles gut. Ach komm. Der Abschluss ist die Phosphonexplosion. Bäm. Nagaku Meikai ni torawarete ita sei ka, Meikai no maseki, sono hikari no mae ni waga maryoku wa isshuku shite shimau. Onushi nani mono da? 私はタイタニアの王子、コルネリウス。エドマンドの子せがれだと。なるほど。お前がなぜタイタニアの剣などを手に入れたのかげせなか、それなら綾津が父殺しの剣をお前に渡したのも納得がいく。父殺しだと。息子に語れる話ではなかろう。父親の家老を殺し、王冠を継いだなどと。 父上がそのような罪を犯すはずはない。大地、祖父は国が魔獣に襲われた時に亡くなったと。だが父上はこの剣を見て怯えていた。私に剣を託したあの恐ろしい声、私をコルネリウスと知っていた。まさかあれが私の祖父だとでも言うのか。ガロンは冥界の牢で泣いておったな。 愛する国民をむさぼり食ったあげくに、その剣で息子に命を絶たれてはな。祖父王が亡くなり、魔獣から国を救った父が王位を継いだと聞いている。その祖父が魔獣だと言いたいのか。バカな。大
7日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